So, und dann willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders Warmaster Edition. Wir müssen den letzten Strahl hier reinleiten, damit der gute Herr da drüben frei ist. Und ich sehe immer noch diese Kiste auf der Karte und ich weiß nicht, wo sie ist. Aber wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Irgendwie. Ah, hier, genau, ich erinnere mich. Hier war es. Alles klar. Einmal Portal hier reinsetzen, einmal Portal da reinsetzen und los geht's. Genau so, dasselbe jetzt nochmal wiederholen. Einmal Portal hier, einmal Portal da drüben und rein da. Wunderbar. Wir müssen später hier lang. Und als erstes hier lang, wie es wahrscheinlich die Karte auch bestätigen wird. Genau, da hinten sind noch Sachen, die wir noch nicht haben. Hab mich schon ein bisschen gewundert, kurz warum ich zwei Wege hatte. Das eine kommt erst später. So, als erstes nehmen wir uns mal kurz die Kiste hier mit. Dankeschön, Dankeschön. Des Weiteren. Okay, ich sehe auf der Karte. Ah. Wie machen wir das denn? Nicht so, das ist Schwachsinn. Ich sehe auf der Karte, dass oben ein Artefakt ist, was ich gerne hätte. Deswegen hoffe ich mal, dass ich da so reinkomme. Ja. Sehr schön. Ein Artefakt des Typs Soldat. So, dann darfst du mal kurz wieder weg und dann gucken wir uns mal das hier an. Das hier. Ach ja, das war, glaube ich, gar nicht so schwer. Das war nicht gewollt. Aber es hat funktioniert. Einmal kurz warten. Da unten sehen wir uns. Müssen wir kurz warten, bis sie wieder Position wechseln. Rüberschießen. Sehr gut. Jetzt können wir uns mit dem Portal auf die andere Seite begeben. Oder dank des Portals. Und zwar genau jetzt. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Aber es hat funktioniert. Was ich mal kurz noch machen möchte, ist das entfernen. Und hier ein Portal einsetzen. Jetzt haben wir nämlich einen Rückweg. Falls wir den brauchen gleich. Ich bezweifle es gerade noch so ein bisschen, aber wir haben jetzt einen Rückweg. Nehmen wir kurz den Stellenweg hier runter. Das müssen wir noch irgendwie sprengen. Und hier können wir weiter. Ich mache mal hier ein Portal hin und warte mal kurz, bis sich das wieder gedreht hat, damit ich da rankomme. Denn ich sehe auf der Karte eine Kiste, die ich doch ganz gerne hätte. Ja, dreh dich. Wunderbar. So, Kiste. Okay, da springe ich vielleicht doch nicht durch. Das sieht sehr schwierig dann aus. Aber hier springen wir durch. Wunderbar. So, nächste Kiste für uns. Und hier können wir... Ah. Hier können wir zwar nicht weiter, aber... Da ist unsere Kiste, die ich haben möchte. So, du drehst dich jetzt nochmal. Wir brauchen, glaube ich, den hier. Nein, den da. Und jetzt hole ich mir den mal kurz. Hopp. Genau, damit haben wir das Hindernis überwunden, beziehungsweise entfernt. Jetzt warten wir mal kurz, bis wir da gleich rüberspringen können. Dann holen wir uns die Kiste. Nee. So. Und wir erhalten ein weiteres Teil der Abgrundrüstung. Das habe ich doch gerne. So, welche Part haben sie jetzt entfernt? Ist dieses Portal jetzt hier weg? Das wäre doof, das brauche ich nämlich gleich. So, einmal bitte rüber. So, jetzt warten wir kurz, bis sich das Teil da hinten dreht. Noch einmal bitte drehen und dann dürfen wir auch hier rüber. Jetzt müssen wir das da oben entfernen. Perfekt. Habe ich noch rechtzeitig geschafft. Und hier das Portal hinsetzen. Das läuft ja gerade wie am Schnürchen. Das Rätsel hat mir früher unglaublich viele Probleme bereitet. Jetzt zum Glück nicht mehr so. Durchschmeißen. Und das war's. Sobald man einmal weiß, wie dieses Rätsel funktioniert,
Das ist kein Problem. Ich würde gern da lang. Warum kann ich hier nicht lang? Ah, da wäre ich wieder direkt in dem Raum. Okay, alles klar. Müssen wir später bestimmt auch noch machen. Aber nicht jetzt. Jetzt dürfen wir erst den kompletten Turm hochlatschen, wie es aussieht. Na, Halleluja. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich versuche gerade irgendwie den richtigen Winkel zu finden, aber ich finde ihn irgendwie nicht. Doch, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Aha, egal. Wir müssen ein... Nein. Hier ein Portal erstellen. Das ist so viel schon mal... Oh, so viel ist schon mal klar. So. Wenn wir da hochkommen. Ich vermute mal, da oben ist auch die Kiste, die ich suche. Deswegen einmal hier rein. Und wieder unten und einmal hoch. Wunderbar. Und wir halten eine Schüssel des Betrachters, den wir zurück im Hauptraum wahrscheinlich... Nein, da wollte ich nicht hin. Wahrscheinlich auch nutzen dürfen. Ach ja, da war ja was. Wir mussten erstmal hier wieder durch. Ist jetzt nicht so schwierig. Nein, das war falsch. Das war falsch. Nein. And you failed. Ja. So. Warum? Ich verstehe gerade nicht so ganz, warum ich das falsch war. Jetzt haben wir... Das Portal muss weg. Das muss dahin. So, jetzt aber. Geht doch. Warum hat das gerade nicht funktioniert? Was habe ich falsch gemacht? Irgendwie hatte ich das Gefühl, es war falsch, als ich da durchgegangen bin. Aber ich weiß nicht mehr warum. Und ich muss da drauf. Ich muss da drauf. Hier bleiben. Perfekt. Einmal im Kreis fahren. Bitte müssen Sie mich da hoch. Oh, das war jetzt aber auch schon wieder knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Bis... Na... Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das. Jawohl, doch kriegen wir hin. Perfekt. Und damit können wir durch die nächste Tür, nachdem wir die Barriere entfernt haben. Oh, das sieht nach einem Baldienkampf gegen ein metallenes Ungetüm aus. Man mag sich vielleicht erinnern, der erste Kampf war noch recht einfach. Beim zweiten waren auf den Teleportplattformen oder auf den Portalplattformen Flächen, Portalflächen ja noch Abdeckung, die wir uns erst zerschlagen mussten mit seiner Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, wie der dritte Kampf aussehen wird. Und wann der sein wird, weil ein bisschen dauern wird es wahrscheinlich. Oh! Das ist ja nett. Endlich mal ein paar einfache Gegner wieder. Wisst ihr was? Wir nehmen mal die hier. Das wird bestimmt voll gut. Und nein, ich werde keine Finish einsetzen, weil ich die Sense trainieren möchte. Und außerdem kriegen wir mehr Seelen dadurch. Das ist auch nicht verkehrt. Ey! Nicht mich angreifen. Ein Glück, dass die Viecher ja überhaupt nicht viel aushalten. Gar nicht. Nein, nein. Dauert auch nur 3 Jahre. Das macht nichts. Und ich finde auch gut, dass ich deren Angriff unterbrechen kann mit meinen eigenen. Und ja, ich könnte mal ein paar andere Angriffe machen, aber nö. Oh, diese Combo ist super. Gut, das ist keine Combo, ich drücke einfach nur die ganze dieselbe Taste. Aber das funktioniert gut gegen die Gegner. Weil sie alle auf einen Haufen stehen. Fantastisch. So, ich habe das Spiel mal kurz für mich ein bisschen leiser gestellt. Da ist mir doch etwas ins Ohr gebrüllt hat. Jetzt bin ich hier richtig.
Scheinbar. Das ist doch garantiert. Ich wollte gerade sagen, das ist doch garantiert eine Kampfplattform. Ihr könnt mir nichts erzählen hier. Ich habe es ein bisschen zu leise gestellt. Moment. So. Natürlich. Oh, der gelbe Glibberjunge ist wieder da. Der unverwundbar ist. Und das werden wir mal kurz ändern. Wir haben nämlich Heimsuchung. Und das ist voll gut. Oh, nicht runterfallen. Das tut weh. Ist er kaputt? Er ist kaputt. Ich glaub's ja nicht. Oh, au. Au. Aua. Heimsuchung. Bitteschön. Oh, ist das toll. Und so ein Typ mit Schild. Jetzt hat er kein Schild mehr. Eine Socke. Nicht runterfallen. Das war's schon? Oh. Ups. Das war gar nicht beabsichtigt. Das ging nämlich schneller als erwartet. Und da sieht man mal wieder, Heimsuchen ist so eine starke Fähigkeit. Und die ist erst auf Stufe 1. Die ist nur auf Stufe 1. Und da oben komme ich hoffentlich noch irgendwie hin. Aber da oben ist ein Artefakt. Aber ich glaube, da komme ich auch nicht rüber. Nee. Da konnte man irgendwie später noch hin. Ich weiß nur gerade nicht mehr genau wie. Ist aber auch egal. Machen wir später hin. Und das sehen wir dann auch später. So, wer möchte sich jetzt mit uns prügeln? Keiner. Okay. Aber Portale dürfen wir setzen. Portal 1, kommen wir wieder her. Portal 2. Und da oben ist irgendwas, was man durchschmeißen kann. Das brauche ich bestimmt jetzt. Redig. Oder auch nicht. Hey, hier bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so ein richtiges Portal hinsetze oder nur so ein halbherziges. Jetzt warten wir mal kurz, bis das sich wieder zurückdreht. Und dann holen wir uns mal kurz... Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Immer holen wir uns mal kurz die kleine Bombe da oben. Es geht wieder zurück, okay. Her damit. Dreh dich, Mann. Ey, 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 nein, 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 nein. Oh, oh, es hat irgendwie funktioniert. Weiß nicht wie. Du böses Teil, du kannst doch einfach weggehen. Ups, hackt. Natürlich, hier will sich jemand prügeln mit mir. War klar. Nur zu, ich habe Heimsuchung und ich habe keine Chance. Es tut mir sehr groß leid. Au, wie kannst du es sagen? Frechheit, ey. So, der eine ist schon weg, der andere hat sein Schild verloren. Was wird das denn jetzt? Spin to win oder was? Nix da. Vergiss das mal ganz schnell. Ich finde den Kampf gegen den irgendwie gerade total einfach. Noch einer. Wie wär's denn mit Heimsuchung? Oh, ist das gut. Das ist richtig, richtig gut. Und der hat auch kein Schild mehr. Und der macht Spin to Win. Kannst du mit deinen Kollegen wegboxen? Warte mal, das testen wir mal kurz. Ja, kannst du. Au, 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 au. Das boxt nicht nur deine Kollegen gut weg, sondern auch mich. Und deswegen holen wir uns mal kurz ein paar Leben. Das war knapp. Sind alle tot? Ich glaube, die sind alle tot. Wisst ihr was? Ja, genau dafür ist die Form doch da. Auf den Kopf, Jungs. Ihr habt gar keine Chance. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Junge, du kannst doch nicht einfach da drin stehen bleiben. Ich hole mal kurz die andere Küste. Was macht der da drüben? Jetzt laufen wir mal kurz ein bisschen und jetzt setzen wir mal kurz das hier ein. Heimsuchung too strong. Tja,
Die Fähigkeit ist eindeutig overpowered. Immer noch. War sie damals schon aus meiner Sicht, ist sie immer noch. So egal. Rein da. Und wir sind im nächsten Areal und ich sehe auf der Karte eine Kiste. Ich habe nicht mal gesehen, was es für eine ist, bevor ich sie geöffnet habe. Und hier dürfen wir nun rätseln irgendwie. Was passiert, wenn ich das Knöpfchen hier drücke? Nichts. Es hat sich einmal um 180 Grad gedreht. Was keinen Unterschied macht, was auf beiden Seiten identisch ist. Moment. Moment mal, da ist eine Plattform. Okay. Wo geht's denn hier hin? Nirgends scheinbar. Okay. Da hinten wird ein Artefakt angezeigt. Hier ist genau gar nichts, aber eine Teleporter-Plattform. Teleporter-Plattform. Quatsch. Portalfläche. Portalfläche nennt sich das. Hier haben wir Wasser. Oh. Ein weiteres Artefakt des Typs Soldat. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Man musste, glaube ich, einmal das. Und jetzt das. Und das Wasser ist weg. Und auf der anderen Seite. Toll. Und da kann man jetzt nämlich rüber. Ach. So eine coole Sache ist das. Aber recht einfaches Rätsel. Aber irgendwie lustig. Vor allem so eine Wasserdynamik ist, finde ich, gut. Ah. Das ist schon sinnvoller jetzt. Jetzt können wir nämlich das Teil in der Mitte, glaube ich, irgendwie drehen. Richtig. Habe ich was davon? Ja, es ist auf der anderen Seite. Und damit kann ich mich dann darüber schießen, ne? Ah, das ist logisch. So, wo ist denn jetzt so eine geeignete Portalfläche? Könnt ihr hier unten nehmen, oder? Ja, wir können die da unten nehmen. Hopp. Zack. Und wir können nach oben. Hurra. Geht alles irgendwie gerade ziemlich fix. Etwas zu fix für meinen Geschmack. Wahrscheinlich kommt der Kampf jetzt gleich direkt vor Folgenende und die Folge hat wieder Überlänge. Ich kenne mein Glück. Wollte ich eigentlich nicht. Ansonsten mache ich die Folge jetzt hier. Obwohl. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ich werde den Kampf innerhalb von 5 Minuten irgendwie schaffen. Hoffe ich. Ansonsten wird es gleich doof. Da können wir noch nicht lang, aber wir können, ja. Ich hab's geahnt. Na gut, was soll's. Was ist die Besonderheit diesmal? Es gibt nur zwei Portal... Na, doch, zwei Portalflächen. Nee, mehrere Portalflächen. Interessant. Das wird interessant. Naja. Ach nein, die Portalflächen am Boden sind weg. Och ne, nicht wieder du mit deinem Angriff. Hier, lass das. Lass das. Okay, sie haben die Portalflächen jetzt woanders hingesteckt. Na los, hau mich. So. Hä, ich muss da durch. Hau drauf. Jawoll. Okay, keine Fläche mehr am Boden, die man zertrümmern kann, sondern man stattdessen einfach nur einwenden. Jetzt wird er böse. Jetzt habe ich ein bisschen Respekt vor ihm. Dass es immer so herrlich knapp sein muss. Portal 1. Portal 2. Man sollte ihn, glaube ich, sogar jetzt die Dinger nicht zerstören lassen, weil das könnte ziemlich wehtun, wenn ich das richtig sehe. Oh. Ich glaube, du stehst ein bisschen zu weit weg, oder? Flieg! Nein, er ist zu weit weg. Käse.
Ja, so viel dazu, dass ich den Kampf innerhalb von 5 Minuten fertig machen werde. Mhm. Mache doch mal hier das Portal. Und dann da das Kleine. Hier bin ich. Ja, perfekt. Ja. Huhu. Der macht... Ja. Jetzt komm. Stell dich nicht so an, Krieg. Du kannst darüber. Jawohl. Geht doch. So, jetzt lauf weg. Ich habe Angst davor. Es hat irgendwie funktioniert. Gibt es eine elegantere Methode, bei diesem Boss auszuweichen? Ich wusste keine. Kollege, komm ran. So. Hopp. Na komm. Sehr gut. Das vorletzte Mal hoffentlich. Ich wünschte, es wäre das letzte Mal. Ich glaube nicht. Doch. Es ist das letzte Mal. Jawohl. Ach, wie gut. Ach, wie schön. Ich würde nur sagen, das ist doch mal ein guter Zeitpunkt, den Part zu beenden jetzt. Jawohl. Und daher vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Part Darksiders World Master Edition. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.